Ja, da lass verlierst du ja noch nicht so viel Leben. Oder ist das nur, weil das Rang 1 20 ist? 20 zu 20. Bitte? 20 zu 20, also... Ups, da bin ich jetzt falsch. Verliert 20 Leben und kriegt 20 Mana. So Leute, ich bin jetzt ganz oben auf dem Berg. Ja, dann komm mal wieder hier rein in die Mine. Ja, ich musste erstmal über den Berg, weil ich keine Lust hatte, außen rum zu laufen. Also habe ich mich da ein bisschen hochgebackt. Geil, das ist so schön. Das bewegt. Es geht ja in dem WoW-Teil noch. Man kann so schön die Berge hochbacken. Wenn man auch die ganze Zeit springen spammt. Hier, kannst du. Okay. Falls du es nicht brauchst, dann gib's Crow. Crow, was für Stiefel hast du? Ich hab 46 Rüstung geben die mir. Wow, 62, nice. Die hab ich vorhin gefunden. Gerade in meinem Inventar entdeckt so, oh, da ist ja was. Yay. Warum habe ich die. Warum sieht Chris, die Prinzessin muss sterben? Auf drei Level, wir haben unseren ersten Skillpunkt. Haben wir Prinzessin noch nicht gemacht? Nee, Prinzessin haben wir noch nicht gemacht, aber wir können sie schnell machen. Die wäre jetzt gerade so halbwegs in der Nähe. Ja, dann machen wir es gerade. Davor. Ich sehe was. Ich muss da jetzt hin. Und es kommt hoffentlich diesmal kein fetter, hässlicher Schurke dazu. Da charge der Krieger vorbei. Ja. Gehen wir unsere zaubernde Hexe helfen. Freue ich mich schon, wenn es mit dem Wutaufbau schneller geht. So viel schneller wird das nicht. Wenn er Akku. Ja, wenn er Akku, wenn er besser Akku zieht und dann geschlagen wird, dann ist sein Wutaufbau 100% besser. Ja. Gut, dann brauche ich erstmal Skills, die mir ermöglichen, Akku zu ziehen, effektiv. Ja. Du brauchst Rüstung zerreißen und du brauchst Verteidigungshaltung. Mehr brauchst du eigentlich nicht zum Akku halten. Ja. Ja. Bei Massandamor gab's auch erst später, ne? Rüstung zerreißen kriegst du relativ früh. Aha. Gut. Das hast du sogar schon vor dem ersten Dungeon müsstest du das schon kriegen. Ja. Und also das ist der wichtigste Skill zum Akku halten. Und dein Ultimate-Talent kannst du dann auch immer wieder mal reinhauen, also deinen Schildschlag. Weil der macht auch einen guten Agro-Aufbau. So, lauf vor zu... Aber Rüstung zerreißen ist immer noch am allerbesten. Prinzesschen. Das macht selbst mehr Akku, selbst wenn maximale Stacks und Rüstungsbereiche drauf sind. Macht das mehr Akku als alles andere. Das ist eine Sache, die musste man früher erst lernen. Als Krieger. Musst du hier jetzt eigentlich alles wegmachen? Stand im Weg. Aber warte mal. Außerdem brauche ich Mats. Mein Charakter wollte gerade ein Stück Käse anlegen. Er sagt, okay. Ich kann das nicht anlegen. Aber er will es anlegen. Er wollte es, aber er kann es nicht. Und beim nächsten Stopp in Goldhain erinnert mich dran, Pfeile zu kaufen. Die gehen mir langsam echt aus. Ja. Du kannst auch Steine aufklauben und damit werfen. Ja, ich habe jetzt noch 309. Oh, was ist das? Die schon wieder Stoff. Das ist vielleicht dasselbe, ne? Ist dieselbe. Na, ich mach trotzdem Gier. Okay, ihr könntet eigentlich mal wieder ein bisschen durchbuffen, wie wär's damit? Ja, ich brauch jetzt mal Wut dafür. Das ist schön, wenn man nicht buffen kann. Ja, du buffst passiv mit deinem Wichtel. Das ist eigentlich noch total sinnfrei, dich zu buffen.
Ja, spätestens wenn ich keine Pfeile mehr habe, brauche ich ihn aber. So. Nicht nur einkaufen? Nein, ich fahre gleich noch in die Altstadt. Okay, wir haben zwei Schweinchen plus die Prinzessin. Diese fette, hässliche Schurkin ist schon wieder da gewesen. Ihr Prinzessin, Agro. Ja. Ja. Wisst ihr, was noch im Classic WoW Standard war? Hm. Dass man den Tech ein bisschen antanken lässt. Ja. Normalerweise schon. Ich finde es auch schön, dass ihr dann... Noch ist er kein Tank. Und auch wieder. Dann darf sich aber keine Sau beschweren, wenn jemand Akku hat. Und man schießt nur auf Gegner, die jetzt Rüstung verreißen, die Buff haben. Ich kann Crow ja dann für die Inis ein Lead geben, dann kann er markieren in Target-Reihenfolge. Oder ich leg sie fest. Theoretisch braucht man nicht markieren, weil man schießt einfach nur auf Gegner, die einen Rüstungsbereich lieber haben. Irgendjemand hat hier noch nicht gelootet, oder? Ja, ich muss gerade Platz in meinem Inventar schaffen. Das ist dann am einfachsten, finde ich. Hat der Gegner keinen Rüstungsbereich lieber, dann solltest du auch nicht drauf schießen. Habe ich wieder Leinenstoff? Also für später. Ich habe jetzt zweimal heiliges Licht in der Leiste. Rang 1 und Rang 2? Ja. Wollt ihr abgeben oder gleich weiter questen? Oder gehen wir kurz abgeben? Ich muss eh kurz nach Sturmwind. Ja. Ah, ich hab schon wieder Leinenstoff bekommen. Ja, alles für Schatz hier, ne? Ich habe auch wieder zwei Stück, aber das machen wir wieder, wenn es ein bisschen mehr wird. Mhm. Muss meine Taschen aufräumen. Dann kriegt unsere Stoffnutte wieder seinen Stoff. Und Chrissy, bevor du dich jetzt über deinen neuen Spitznamen beschwerst, ich bin der Ingenieursbimbo. Mir passt das doch irgendwie, Kräuterhexe. Ja. Ja, Nadine die Kräuterhexe. Dann haben wir noch Chrissy, den... Nicht nur, dass ich die gleiche Klasse spiele, wie auch im Office. Nein, ich habe zum Teil auch noch den gleichen Beruf. Ja, dann haben wir noch Chrissy die Stoffnutte. Ich den Ingenieursbimbo. Jetzt brauchen wir noch für die anderen beiden Spitznamen. Da könntest du bitte entweder schneller oder langsamer laufen, es blinkt die ganze Zeit bei mir. Mit? Ja, Aura der Hingabe. Aha. Bling, bling, bling. Bei mir blinkt die ganze Zeit das Blutpark. Ja, ich lauf genau zwischen euch und hab das nicht. Hm? Bei mir blinkt gar nichts. Ich lauf einfach hinten, da funktioniert das auch. Boah, ja. Windkraftbuff gibt's hier auch noch. Ja? Ja, den hab ich dir eben gebufft, Nase. Der ist ja, ich glaub, das der ist ja mega. Stunde her. Das ist aber eine Rolle gewesen, oder? Ja. Ach so, schade. Ich dachte, du hast allgemeine Willensbuff. Nee, den Willebuff hatte der Disziplinpriester, also das im PvE nicht existente Wesen. Naja, der Buff war relativ weit oben, sodass man drauf skillen konnte. Ja, Diszi war für übrige Punkte und schöner Leuchten. Mhm. Weil der Shadow wollte nichts aus dem Holybaum haben und der Holy wollte nichts aus dem Shadowbaum haben. Also, und Paladine können alles skillen. 20 Punkte Holy, Rest Gott. Ich würde dir empfehlen, die ersten 20 Punkte in Holy zu stecken. Ich weiß. Geh mal kurz zum Lehrer, ich bin Level 8. Deswegen habe ich ja gesagt, oh, Rest Mann, ich bin Protection, noch nicht Level 8. Weil ich den Rest in Protection stecke, nicht alles. Ja, Fluch der Pein. Und 4! Ich kann 4! So, ich werde erstmal meine Erze schmelzen. Ja, ich mache einen kleinen Ausflug nach Sturmwind in der Zwischenzeit. Geh zum Jägerlehrer. Und Erze einschmelzen wäre eine Idee. Und ich hole mir neue Pfeile. Weil dauert das doch eine Ewigkeit, der Erze einzuschmelzen. 280 Pfeile reichen mir nicht mehr bis Level 10.
Meine Hexe ist jetzt offiziell zum Scheiße bauen da. Ich hab ein 4. Oh Mann. Ja, 4 bewirkt, dass der Mob in die nächstbeste Mobgruppe rennt und die Aggro zieht. Genau. Du hast was vergessen. Die nächstbeste Mobgruppe, die gerade stark genug ist, um den Welt eine Weile zu beschäftigen, die sich direkt vibet, bis alle Bats auslaufen und dann den Welt vibet. Sämtliche mehr als 30-minütigen Klassen-CDs lässt sie die Gruppe noch verschwenden. So, was war die Schmiede? Kommst du vielleicht der Schmiede? 81 Brust? Habe ich was Besseres? Armschienen kann ich herstellen. Ja, das war ich. Benötigt Schmiedehammer. Toll, ich habe keinen Schmiedehammer. So langsam wird's dann hin. Kann ich denn hier einen Schmiedehammer kaufen? Weil ich muss noch Pots und so besorgen und Backfood. Also langsam. Ich bin hier einen Schmiedehammer kaufen. Ja, Schmiedehammer. Ich habe auch noch gefragt wurde, ob ich mit einer Freundin Cocktail trinken gehe. Schmiedekunst. Ist das Abend auch noch verplant? Was kann ich für euch tun? So, schmiede ich mal erstmal ein paar sinnlose Kupferarmschienen. Ja. Oh scheiße, wie ging das ein? Schneider und Lederverarbeiter werden ja auch meine besten Freunde. Wieso das? Weil ich glaube, dass ich als Schmied keine Willenskraft und Intelligenz Sachen machen kann. Paladine sind solche Schmarotzer, der Wahnsinn! Ja. Scheiße, wie kann man nochmal Erz einschmelzen? Hallo, dafür gebe ich ja. Ja, gut, zugegeben. Was? Ich finde, in letzter Zeit habe ich nicht sehr viel Stoff gefunden, aber dafür gebe ich ja jeden Stoff, den ich kriege. Okay, Schmiedelehrer. Ja, wenn ich euch dran erinnern darf, die Berufe in Kerfix waren auch so angelegt, dass ihr Mats aus den anderen Berufen brauchtet. Ja. 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 Wie ging die Scheiße nochmal mit den Scheißkupfer einschmelzen? Verhüten. Was? Du brauchst in den Skill, bei deinem Zauberbuch, bei den allgemeinen Fähigkeiten, verhütten. Verhüttung. Das läuft ja alles über das Zauberbuch. Berufsinterface gab's hier noch nicht. Ja. Was kann ich für euch tun? So, was haben wir denn hier? Erschütternder Schuss. Parieren. Ah ja, und Raptorstoß Rang 2. Yay. Okay, Paladin-Lehrer sagt mir noch nicht. Okay. Aber es ist immer eine gute Idee, wenn man gerade die Gelegenheit hat, beim seinen tollen Lehrer vorbeizuschauen. Ich sehe gerade, Priester haben ja auch inneres Feuer. Das ist eigentlich besser. Gibt's ja auch noch. Inneres Feuer. Okay, Nachtelfen-Hunter namens Starscream. Wer hat da wohl ein bisschen zu viel Transformers geguckt? Dieser Typ. Vor allem weiblich, ne? Achso. Vielleicht ist es auch nur ein kleines Twilight Kitty. Twilight Kitty, was das? Was Transformers geguckt hat? Okay, nein. Nein. Einfach nur wegen dem Namen Starscream, Sternenschrei. Wäre von der Bedeutung des Namens her, würde das extrem gut zu diesen Twilight Kitties passen. Wie schaut's aus? Wie lang kann man jetzt noch machen? Oder mach mal Schluss für heute? Okay. Ich bin doch. Okay. Das ist eine gute Antwort, okay. Das war klar, dass das jetzt kommt von dem. Von wem? Hat er gerade jetzt auch. Ja. Okay, dann... Ich geh mal kurz zum Magierlehrer und dann... Will noch irgendjemand was sagen oder soll ich die Aufnahme beenden? Ich hab schon wieder irgendwas bestätigt, obwohl ich gerade erst wieder da bin. Das machst du viel zu oft. Ich sollte nicht okay sagen, wenn ich wieder mein Headset aufsetze und wieder am PC sitze. Sollte ich nicht immer automatisch okay sagen.
Ja. Oder nicht einfach mal nach 5 Minuten schweigen. Ja. Wär auch so. Ja, ich hab ja gerade gedacht, ich war auf gleich ein Stück getauscht. Ja. Aber hey, dadurch kommen eigentlich immer und zu ein paar ganz schöne Situationen zustande. Dadurch wissen die Zuschauer ja auch von dem normalen WoW-Projekt, dass du Kinder von mir haben willst. Ach, Mann. Denk dran, Nudeln schmecken ohne Tomaten nicht. Oh. Ah ja, die Nudeln und die Tomaten. Und was er sich dabei wohl gedacht hat? Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der war da echt mit der Situation überfordert. So, sag mal was. Von wem kam das? Schau die 100. WoW-Folge an. Nudeln schmecken ohne Tomaten nicht. Was? Ach ja, Kilian, sind wir eigentlich noch in der Aufnahme? Wir sind noch in der Aufnahme, also ich habe sie noch nicht beendet. Gut, ich hab mich auch noch nicht von den Leuten verabschiedet. Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar, dein Bruder war ja schon öfters halbnackt in der Aufnahme. Der war einmal halbnackt in der Aufnahme. Nein, es war zweimal. Soweit ich weiß, nur einmal, aber gut. Echt? Das war eine große, lange Folge, wo er ja, wo bestimmt eine halbe Stunde halbnackt hier im Hintergrund rumpalabert ist. Also, Geschosse, unverwandt. Ja, das war. Wann war der Termin, wann ich das machen sollte? Hm? Wann war nochmal der Termin, wann ich an der Reihe war? Mit was? Mit dem Halbnackt im Hintergrund rumlaufen. Hast du es schon wieder vergessen? Bei dem letzten Meeting haben wir doch eine Liste erstellt, wer wann dran ist. Neue Pokémon-Lexikon habe ich ja ganz vergessen. Gruselig. Das Pokémon-Lexikon kannst du fast nur vergessen, denn das kam raus, während wir aufgenommen haben. Chrissy, das ist alles Fanservices. Jetzt bräuchten wir nur noch Fans. Ich wollte gerade sagen, wenn wir Fans hätten. Warte mal, welches dieser Floor ist das? Ich habe nur eins. Hey, wenn wir jetzt Fans haben würden, hätten wir schon mal Fanservice-Sachen drin. Ein paar Fans haben wir, aber das sind so wenige und so vereinzelt. Das kann man noch nicht wirklich als Fans. Ja. Ach, naja. Wir haben zwar 234 Abonnenten auf dem Kanal, aber davon gefühlt 30 aktiv. Oh. Das macht mich traurig. Ich geh weinen. Viel Spaß. Jo. Und ich beende jetzt einfach mal hier die Aufnahme, bevor hier noch weitere dämliche Gespräche zusammenkommen. Warum denn? Ich kann die Aufnahme auch weiterlaufen lassen, wenn du willst. Nein! Ja, was voll interessant ist, wenn wir dann am Ende nochmal 2 Stunden irgendwelche Scheiße labern, wir irgendwie nur rumstehen. Das ist ein bisschen langweilig, ja. Dann beende lieber die Aufnahme. Jupp, also, wir beenden jetzt die Aufnahme. Das nächste Mal werden wir dann wahrscheinlich so bis Level 13 oder sowas kommen, je nachdem, wie weit wir das hinkriegen. Vielleicht auch nur Level 12. Je nachdem. Ich geh mich jetzt besaufen. So, und jetzt geht endlich, ihr macht mich krank. Was, du musst nicht zu den Zuschauern sagen, dass sie gehen sollen, sondern wir gehen einfach. Also, ich meine euch. Gut, ich beende jetzt einfach die Aufnahme und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ja.